Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Samstag, den 5. November. Kein Heiliger, keine Heilige, soweit ich sehen kann. Bitte sagen Sie mir, wenn ich nicht weit genug sehe. Dafür kommen wir ans Ende des Philipperbriefes. Paulus dankt den Philippern, weil sie ihm eine Gabe haben zukommen lassen, was immer das gewesen ist, eine Geldsendung oder ein Wurstpaket, keine Ahnung. Irgendwas, was sein Herz erfreut hat, deswegen passt es gut, dass wir heute in der Küche sind. Ich habe mich im Herrn besonders gefreut, dass ihr eure Sorge für mich wieder einmal entfalten konntet. Den anderen Gemeinden hat er das nicht gerne erlaubt. Er war jemand, der auf seine Autarkie besonders stolz war und dem das auch wichtig war als Seelsorger. Denn wenn es Streit in der Gemeinde gibt, ist das Annehmen der Gabe des einen vielleicht die Benachteiligung des anderen. Da kommt nicht viel Gutes dabei raus. Aber die Philipper, die in seinem Herzen einen besonderen Platz haben, die dürfen das, die dürfen ihn verwöhnen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und dann geht es noch weiter, aber ich mache hier mal Schluss. Denn der ihn stärkt, das ist Christus natürlich in jeder Lebenslage, der stärkt ihn nicht nur im Hunger, in der Entbehrung, in der Not, im Mangel, das ist klar, da braucht man Stärke, sondern er stärkt ihn auch im Gegenteil von all dem, im Überfluss, im Wohlleben, im Luxus, in der vollkommenen Sicherheit, in solchen Zuständen, die viele von uns sich ja von ganzem Herzen wünschen und die, wenn man sie entbehren muss, einem wehtun, dass man sie nicht hat. Und auch da erbittet und erfährt Paulus Stärkung durch Christus. Und das ist kein ganz naheliegender, aber ich glaube ein sehr wichtiger Gedanke. Die Stärke, die wir da brauchen, ist von anderer Art, aber sie ist unbedingt nötig, damit wir in der Verwöhnung und Verweichlichung der Wundlosigkeit nicht auch charakterlich abschmieren und herzlos und kalt werden. Ich glaube, das beste Mittel, mit der Stärke des Herrn im Überfluss als Mensch intakt zu bleiben, ist von diesem Überfluss gerne und mit beiden Händen und ohne Angst abzugeben. Komisch, dass die Armen oft großzügiger sind als die Reichen. Jetzt aber aus dem vierten Kapitel ein kleines Stückchen, was ich so ein Glanzlicht des Neuen Testaments finde und Paulus in seiner allerschönsten Form, das ist wegen aller Heiligen und aller Seelen an uns vorbeigegangen oder wir sind daran vorbeigegangen und deswegen hole ich es nach und bringe es Ihnen zu Gehör. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Gaudete. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wunderbare, herzliche, von Herzen kommende Wünsche des Apostels. Und ein kleines Stück, auf das zu schauen, ich oft und oft Gelegenheit hatte, natürlich auch bei mir selber. Es werden eine Reihe von Eigenschaften aufgezählt, die kann man gar nicht so theologisch nennen, die sind auch nicht spezifisch christlich. Das sind einfach die Eigenschaften eines guten, anständigen, angenehmen, freundlichen Menschen, mit dem man gern zusammen ist. Und die empfiehlt Paulus und ich glaube, er tut wirklich gut daran. Das ist noch nicht dasselbe wie die Erkenntnis Christi, aber wenn die Christen, die Christinnen so sind, wie es hier beschrieben wird und man mit Freude ihre Gesellschaft sucht, einfach weil es gut tut, mit ihnen zu sein, das ist die halbe Miete. Segne ich Sie nochmal mit diesem schönen Segen, Pauli, den er hier spricht und breite dazu auch meine Hände aus. Der Friede Gottes, der größer ist als menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen.